Jemanden gern zu haben, der so absolut nicht liebenswürdig ist, das klingt wirklich unlogisch. Das ist so, als ob ich einen Kaktus umarmen wollen würde. Aber genau so ein Beispiel möchte ich dir mal zeigen. Gott ist dafür das beste Beispiel. Ein Vers in der Bibel beginnt so: Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er liebt uns nicht, weil wir so liebenswürdig wären. Er liebt uns auch nicht für das, was wir sind oder was wir können, sondern er liebt uns, obwohl wir so sind, wie wir sind. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben und kümmern uns hauptsächlich nur um uns selbst. Dieses Verhalten, mit dem wir Gott ablehnen, das nennt die Bibel Sünde. Aber anstatt, dass er sich jetzt auch von uns abwendet, hat er sich uns zugewandt. Er gab uns ein Geschenk, das nur er geben konnte. Das Geschenk ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Wegen unserer Sünde hätten wir es verdient, zu sterben und damit für immer von Gott getrennt zu sein. Diese ewige Trennung von Gott bezeichnet die Bibel als Hölle. Aber Gott gab uns Menschen dieses Geschenk, seinen Sohn, um unsere verdiente Strafe zu übernehmen. Sein Sohn wurde unser Stellvertreter. An einem Kreuz starb Jesus vor circa 2000 Jahren für unsere Schuld. Warum genau sollte jemand so etwas tun? Kannst du dich noch an den ersten Punkt erinnern? Er tat das aus Liebe zu dir und zu mir. Seine Liebe, das ist die Erklärung dafür, dass er uns dieses Geschenk gemacht hat. Aber was hat dieses Geschenk jetzt für Folgen für uns? Der Vers in der Bibel geht noch weiter. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses Geschenk, also Jesus Christus, ist unser Weg in den Himmel. Wir müssen nicht für immer von Gott getrennt sein. Gottes Liebe zu uns ist so groß, dass er alles dafür gegeben hat, damit wir eine Beziehung zu ihm haben können. Schon jetzt, solange wir leben und sogar nach unserem Tod für immer und ewig. Ist dir etwas aufgefallen? Die Bibel sagt nicht, du kommst in den Himmel, wenn du zur Kirche gehst, dich taufen lässt oder den Armen hilfst. Das Einzige, das zählt, ist der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube daran, dass wir dieses Geschenk von Gott wirklich nötig haben und dass er der Einzige ist, der es uns geben konnte. Das alles war jetzt ein Vers, den du so in der Bibel finden kannst. Fang doch mal an, dieses Buch zu lesen. Ist dir eigentlich bewusst, was du dir entgehen lässt, wenn dich Gottes Liebe zu dir nicht interessiert? Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.